Ich bin keine Beziehung mit meinem Vibrator eingegangen. Nein, ich bin eine Beziehung mit einem Mann eingegangen. Moin zusammen, schön, dass ihr da seid. Und heute ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag, weil das ist mein erstes Video auf diesem Kanal. Diesem Kanal unter meinem Namen. Mit meinem Logo, mit meinem Banner und ihr könnt euch vorstellen, ich habe da die letzten Wochen mega viel Arbeit reingesteckt. Also falls ihr denkt, oh, die sieht aber müde aus, ja, ich habe nicht so viel geschlafen in letzter Zeit und das liegt ausnahmsweise mal nicht am Kind. Und falls ihr gerade das letzte Video auf dem Elternkanal gesehen habt, denn ja, die letzten 1,5 Jahre war ich ein Gesicht der Serie Eltern wie wir und habe aus dem Leben einer Alleinerziehenden, denn ja, das bin ich. Ich bin alleinerziehend mit meinem 1,5 Jahre alten Sohn Gabriel. Dann kennt ihr mich ja schon ein bisschen und wisst, okay, eigentlich ist es ja nicht ihr erstes Video. Eigentlich hat die ja schon irgendwie 50 Videos auf dem anderen Kanal gepostet und die bleiben auch. Also für den Fall, dass du nicht gerade von dem Elternkanal rübergehüpft bist und dachtest, oh, was für ein Aufhänger, da muss ich jetzt natürlich mal gucken. Mega spannend. Also willkommen. Willkommen auf diesem Kanal. Für alle gilt... Unterstützt mich und unterstützt mein neues Projekt. Nehmt mir ein wenig die Angst, denn es ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich ein Video mache für Eltern, einem großen Magazin, oder für mich. Ja, und es ist auch ein Unterschied finanziell, aber gut, das ist ein anderes Thema. Darum geht es hier jetzt erstmal nicht. Weiß ja nicht, ob es jemals darüber geht. Aber falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, guckt von mir aus noch erstmal einen Trailer, wo ich mich ein bisschen vorstelle. Der ist nämlich schon live. Aber auf jeden Fall abonniert erstmal den Kanal. Ihr könnt ja später immer noch Nein sagen, ne? Ihr könnt das immer wieder ändern. Aber erstmal abonniert den Kanal, denn ja, es ist nun mal das erste Video. Keine Sorge, ich werde euch dazu nicht verpflichten. Ich werde das nicht jetzt dauernd sagen oder so. Aber abonniert den Kanal, ne? Abonnieren. Und genau, also erstmal richtig cool, dass ihr da seid. Und ja, ich bin super aufgeregt. Obwohl es halt nicht mein erstes, sondern wahrscheinlich eher mein 52. YouTube-Video ist. So oder so, falls ihr vom Elternkanal rübergehüpft seid, ich habe gesagt, dass ich eine Beziehung eingegangen bin. Und darum soll es heute auch gehen. Es soll genau darum gehen. Im letzten 1,5 Jahren habe ich auf dem Elternkanal darüber geredet, wie ich verlassen wurde, wie schwer das war, welche Träume ich hatte, die alle zerplatzt sind, wie es war, meinen Ex mal kennenzulernen, Scheidungsprozess, Sorgerecht. Ich bin übrigens noch nicht geschieden, nur für die, die sich jetzt gerade gefragt haben, Scheidungsprozess? Nein. Aber anderes Thema, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann mal was dazu. Ich habe einen Umzug hinter mir, ich habe eine große Reise mit Kind alleine hinter mir her, mit mir, hinter mir her, hinterher mir her. Ich habe eine lange Reise mit Kind und Backpack gemacht. Ja, ich habe gelebt halt, ne? Auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und ich meine, es ist wie immer bei jedem. Und ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Dann kam Corona, ja, genau ungefähr zur gleichen Zeit. Gabriel geht mittlerweile in die Kita. Mal findet er es gut, mal nicht. Also typisches Mutti-Leben halt, ne? So, eigentlich. Außer halt manche der Auf und Abs, ich hoffe, ihr habt die nicht alle. Aber wenn doch, dann seid ihr hier genau richtig. Und ja, ich war auf einem Date. Für alle die, die das Babysitting-Video gesehen haben, das ich gerne auch hier nochmal verlinke für euch, weil auch wenn es nicht auf meinem Kanal ist, so ist es ja doch von mir, guckt es euch an, denn das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, um auch auf ein Date zu gehen. Außer ihr habt Großeltern um die Ecke, dann beneide ich euch. Mega. Aber habe ich nicht. Und ja, ich war auf einem Date und es war gut. Wie das Date war, erzähle ich euch dann nächste Woche. Ist ein bisschen kompliziert. Aber jetzt soll es ja erstmal darum gehen, dass ich in eine Beziehung eingegangen bin. Und es war ganz witzig, vor ein paar Wochen habe ich so eine Story auf Instagram gedreht. Und ja, wenn ihr mich noch nicht auf Instagram kennt, auch da, ne, folgt mir auf Instagram. Ich saß auf meinem Balkon mit einem Glas Wein in der Hand und ich habe gesagt, oh Leute, ich muss euch noch was vorstellen. Ich muss euch noch jemanden vorstellen. Nee, ich habe gesagt, ich muss euch noch was zeigen. Ich muss euch noch jemanden vorstellen. Und nein, keiner von denen, die mir dann geschrieben haben, und es waren sehr, sehr viele Nachrichten, haben dann gesagt, boah, die stellt uns jetzt deinen Freund vor. Sondern ich, mag sein, es war gar nicht absichtlich, ja, habe ich so ein bisschen den Spannungsbogen gehabt und dann gesagt, oh Leute, ich muss euch übrigens noch jemanden vorstellen, neuer Freund in
bester Freund, mega, ich bin total begeistert, ja, ich freue mich riesig, ja. Spannungsbogen, Spannungsbogen. Und alle dachten, ja. Ja, alle dachten, ich stelle jetzt meinen Vibrator vor. Ich dachte so, hey, mein Vibrator. Also für die, die mir noch nicht so lange folgen, also das ist eigentlich nicht meins. Ne? Also ich meine, vielleicht traue ich mich das auch irgendwann. Aber es war ganz witzig. Also ich habe bestimmt 100 Nachrichten bekommen von wegen, haha, du hast uns eine, Achtung, jetzt kommt's, ich habe eine Zimmerpflanze vorgestellt. Ja, desperate, ich weiß. Ich mag halt keine Katzen, also habe ich eine Pflanze jetzt, ja? Ich bin halt nicht mehr ganz so alleine abends. Ich habe jetzt eine Pflanze neben mir, die allerdings auf dem Balkon steht, ne? Weil da muss ich sie nicht gießen, weil das ist so eine Sache, ne? Pflanzen und ich. Ich habe keinen grünen Daumen und es ist gut möglich, dass sie sonst eingeht. Long story short, also das war ganz interessant. Also nein, ich bin keine Beziehung mit meinem Vibrator eingegangen. Und nein, ich bin auch keine Beziehung mit meiner Pflanze eingegangen, weil... Es ist auch nur eine Pflanze, ne? Nein, ich bin eine Beziehung mit einem Mann eingegangen. Das war schon ein großer Schritt. Das war schon ein großer Schritt. Ich muss auch sagen, ich bin nicht mehr in dieser Beziehung. Also das war, es ist schon ein paar Monate her und jetzt könnt ihr natürlich sagen, oh, warum hat die uns denn davon nicht erzählt? Ja, mag sein. Also die ersten Wochen habe ich es einfach genossen. Und die, ja, dann wurde es irgendwie kompliziert, Corona, bla bla bla. Und dann war ich mir auch nicht mehr so sicher und dann Gedankenkarussell. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, ja, ich hatte eine Beziehung. Und es war gut. Es war gut. Es war mal wichtig, ja. Ich war einfach mal was anderes. Und ich will auch nicht sagen, dass ich nie wieder eine Beziehung haben möchte, auf gar keinen Fall. Und vielleicht habe ich ja jetzt auch schon wieder eine Beziehung und erzähle euch nicht davon. Nein, aber darum soll es nicht gehen. Also es geht einfach darum... Manchmal muss man Sachen riskieren und das hat mich vor große Herausforderungen gesetzt. Ne? Also es hat mich wirklich vor große Herausforderungen gesetzt, weil es einfach, ja, ich glaube, gerade so nach so einer Geschichte, wie sie mir passiert ist, ne, hochschwanger verlassen und ja irgendwie auch, wenn ich das jetzt mal so ganz salopp sagen will, und ich bin ja eigentlich ja der Typ hier, ich rede hier nicht über meinen Ex, aber es war nicht immer schön und es war auch nicht fair und es war auch nicht nett. Und ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht so lange um den heißen Brei rumzureden. Er hat da, glaube ich, Sachen gemacht, die nicht hätten sein müssen. Und ja, da erstmal sich wieder rauszuschaufeln aus diesem Loch und erstmal zu sagen, boah, ich gebe dir eine Chance. Das war gar nicht so einfach. Und dann kommen natürlich noch andere Sachen dazu, wie, ja, stelle ich ihm meinem Kind vor? Sage ich es dann gleich am Anfang? Stelle ich mich vor, hallo, ich bin Yara und ich bin alleinerziehend? Oder, also wie läuft denn das eigentlich? Ja, und das sind alles Sachen, die würde ich gerne nächste Woche mit euch besprechen. Also so, ja, erstes Date. Wie läuft das? Wie war das? Und natürlich auch ein bisschen berichten, wie es dann war. Eine Beziehung einzugehen nach so einer, ja, nach so Erlebnissen, das ist nicht ganz einfach. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und ja, ich bin eine Beziehung eingegangen. Und ich finde es auch ziemlich krass, um ehrlich zu sein. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es gut findet. Ob ihr jetzt sauer auf mich seid, weil ich so lange nicht erzählt habe. Ich freue mich auf das Feedback. Und ja, schreibt mir eure Fragen, schreibt mir eure Gedanken, damit ich dann in den nächsten Videos auch darauf eingehen kann. Denn eins ist mir super wichtig, das hier soll ein Austausch sein. Ich setze mich hier hin, ich schütte euch mein Herz aus, ich schütze euch meine ehrlichen, direkten Gedanken und Einstellungen und Ängste und was auch immer. Ich schütte das hier alles aus. Ich rufe es sozusagen, ohne zu wissen, wer zuguckt, einfach mal so ins Universum raus. Und ich freue mich einfach mega, wenn ihr darauf Feedback gebt. Ja, und ich weiß, jetzt ist diese Folge vielleicht so ein bisschen schade, weil ihr gerne mehr gewusst hättet. Aber es kommt. Es kommt, ja? Man muss ja nicht alle sofort am ersten Tag rausgeben. Also, nächste Woche geht es auf jeden Fall um das Thema Date. Wie das war, was wir gemacht haben und welche Ängste und Gedanken ich davor hatte. Also, schaltet wieder ein, wenn es am Donnerstag wieder einen neuen Vlog von mir, Yaronella, gibt. Also, bis dann. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.